Ja, hallo, ich bin der Vari und ich sitze hier gerade neben einer meiner Wildkameras. Das ist die Apeman H45, eine etwas ältere. Und da hängt auch eine Campact T20. Ich habe diese Kameras aufgestellt in der Nähe von DAX-Baueingängen. Das ist es jetzt auch, das ist nämlich auf den Spuren des DAXes Teil 6. Ich habe die Serie auf den Spuren des DAXes schon eine ganze Weile nicht mehr fortgeführt, weil es einfach nicht genug interessante Aufnahmen gab. Ich habe jetzt einiges zusammengesammelt, unter anderem auch eine schöne Tagesaufnahme von der Campact T20. Die Videoqualität lässt etwas zu wünschen übrig, aber für eine 35 € Wildkamera ist das völlig in Ordnung und das will ich euch natürlich zeigen. Über den Winter hinweg hat sich der DAX eine ganze Weile nicht blicken lassen und ich habe trotzdem einige Aufnahmen gemacht im Schnee. Die hatte ich euch dann so immer wieder mal gezeigt in den Videos der Wildkamera-Ernten. Aber mich hat eigentlich die ganze Zeit immer interessiert, wie hört sich der DAX denn in der freien Wildbahn an? Und das ist es ja hier. Es sind keine Zoo-Aufnahmen, wie so in manchen, oder Gehegeaufnahmen, wie so in manchen Tierdokumentationen benutzt werden. Das ist ja wirklich ein freilaufender, wildlebender DAX, beziehungsweise ein DAX-Clan. Und da ist es natürlich auch relativ selten, Aufnahmen zu bekommen, wie er klingt, beziehungsweise wie er sich am Tage verhält. Ich werde euch einige Aufnahmen zeigen, die von letztes Jahr noch sind. Mittlerweile haben wir eine Jahreszeit, wo die DAX-Jungen ans Tageslicht kommen. Ich habe da letztes Jahr schon drauf gelauert, dass ich die DAX-Jungen zeigen lassen, dass ich da Aufnahmen bekomme. Es sind tatsächlich Aufnahmen zustande gekommen, jedoch ist es bei den größten Verhältnissen, die man im Video sieht, nicht mehr erkennbar, dass es sich tatsächlich um ein Jungtier handelt und nicht um ein Alttier. Des Weiteren habe ich einige Aufnahmen hier mit der Apeman gemacht, wo man schön sehen kann, wie der DAX wieder markiert. Und zwar anscheinend einen dieser Stöcker, die dort liegen, markiert er immer wieder. Das ist wohl sein Lieblingsstock oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, vielleicht ist es ja auch Spielzeug für ihn. Oder er erkennt diesen Stock halt immer wieder, dass der genau da liegt. Und deswegen setzt er sich rauf und markiert ihn mit seiner Geruchsdrüse. Diese Markierung hält nicht lange an, ein paar Tage, vielleicht sogar 1 bis 2 Wochen. Allerdings verblasst der Geruch sehr schnell und meistens markiert er nach einigen Tagen wieder dieses Objekt. Das tut er übrigens auch bei seinen Gefährten. Er markiert auch die Gefährten und die Kinder. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt die Aufnahmen. Als erstes die Aufnahmen von denen, wo man Geräusche von ihm hört. Leider ist dieses Waldstück, in dem ich aktiv bin, relativ klein und man hört immer Schnellstraße, Fabrikgeräusche. Deswegen ist es etwas schwierig, da etwas zu hören, aber ich stelle es euch trotzdem rein. Und natürlich die Tagesaufnahmen. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, euer Mari.
So, nochmal. Hier aufgestellt in der Nähe von... Ich habe diese Kameras hier aufgestellt in den Nähe von... Alter Schwede. Ja, hallo, ich bin der Wari und ich befinde mich gerade bei meinen Wildkameras. Also, hier hängt eine, die Apeman. Ich werde hier angegriffen von Mücken, deswegen... Warum bin ich denn so unscharf? Warum werde ich unscharf und der Hintergrund scharf? Wie schon gesagt, das ist der sechste Teil meiner Serie auf den Spuren des Sachses. Sachs. Nochmal. Das dachte ich immer so.